Affiliate Music, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Music. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf Termfrequenz. Und es sind nur noch 2 Sendungen bis zur 50. Ausgabe von Affiliate Musics. Und das müsste dann eigentlich im November sein. Perfekt, eigentlich perfekt zur Affiliate Networks in München, zur Affiliate Conference. Und da findet ja auch die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung statt auf der Networks zum Affiliate-Blog.de, der dann 10 Jahre alt wird. Das heißt, wir haben einiges zu feiern im November. Das 50-jährige Jubiläum von Affiliate Musics, das 10-jährige Jubiläum von der Affiliate-Blog. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und wenn ihr noch Karten braucht für die Affiliate-Networks, es gibt noch Rest-Tickets für die Veranstaltung im Erbräu. Viele von euch waren ja schon mal da. Und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort wiederzusehen. Ich möchte mich auch bedanken für euch, für die vielen Kommentare zu den letzten Sendungen. Es freut mich, dass die Sendung wieder so gut angenommen wird. Ich habe ja vor einiger Zeit eine längere Pause von der Affiliate Musics gemacht und habe das Ganze jetzt vor 2-3 Monaten wieder gestartet. Deswegen freut es mich, dass viel positives Feedback bekommt, dass viele Hörer auch Kommentare schreiben, dass sie sich freuen, dass Affiliate Musics wieder da ist, dass sie gerne zuhören, und sowas motiviert mich natürlich immer, die Sendung weiterzumachen. Genauso freut es mich natürlich, dass sich viele Leute bereit erklären, auch ein Interview hier zu geben für Affiliate Musics. Und wenn ihr Interesse habt, auch mal ein Interview zu geben, dann meldet euch gerne per E-Mail, Facebook, Xing bei mir, und dann machen wir gerne ein Interview. Das läuft via Xing, via Skype. Das werde ich dann aufzeichnen und dann in die Sendung integrieren. Genauso wie heute. Heute habe ich nämlich einen sehr interessanten Interviewgast, den Thorsten Latosek, Geschäftsführer von Coupons4U, einer der größten Affiliate-Partner im Couponing-Bereich in Deutschland. Und der Thorsten war mit seinem Kollegen im August auf der Affiliate Summit in New York, einer der größten Konferenzen und Messen zum Thema Affiliate Marketing mit knapp 5000 Besuchern. Ich war da ja auch schon 5-mal, und der Thorsten war dieses Jahr da und hat auch Vorträge besucht und wird seine Eindrücke von der Konferenz und auch die neuesten Trends aus den USA in einem Interview hier darüber berichten. Doch dazu kommen wir dann gleich im Anschluss. Aber wie gesagt, wenn ihr auch mal Interesse habt, Interviewgast hier zu sein, dann meldet euch gerne bei mir, dann machen wir ein Interview, und ja, letztendlich ist das ja auch ein Mehrwert für alle Hörer und vielleicht auch für euch, weil ihr dadurch letztendlich ja auch euer Unternehmen, euren Namen und eure Geschichte hier auf Affiliate Musics der Branche erzählen könnt. Doch wie immer, vor dem Interview haben wir heute auch noch ein zweites Thema auf Affiliate Musics. Und zwar steht da jetzt dann die Demexco wieder in Köln an, die größte Messe der Digitalbranche, die Leitmesse, wie sie sich nennt. Und wie jedes Jahr habe ich hierzu vorab einen Artikel für die Internet World Business geschrieben, den vielleicht der ein oder andere auf Internet World Business Experts schon gelesen hat. Ich werde ihn auch gerne hier nochmal in den Blogbeitrag verlinken. Und in dem Artikel geht es letztendlich darum, zu hinterfragen, warum denn das Affiliate-Marketing auf der Demexco eigentlich so gut wie nicht mehr wahrgenommen wird. Also ich habe mir im Vorfeld von der Demexco mal die Aussteller angeschaut und auch mal das Programm der Konferenz angeschaut und ja, habe entsetzt festgestellt, dass von, ich glaube, es gibt 15 Konferenzbühnen, es gibt hunderte von Vorträgen mit über 570 Speakern, und haben wir nochmal angeschaut, ja, wie viele Vorträge es zum Thema Affiliate-Marketing gibt und wie die Affiliate-Branche dort wahrgenommen wird, und ja, habe dann festgestellt, dass es letztendlich nur 3 Vorträge zum Thema Affiliate-Marketing gibt, beziehungsweise Worklabs. Und nicht mal irgendwie eine Diskussionsrunde auch gibt zum Thema Trends im Affiliate-Marketing. Das war vor einigen Jahren noch anders. Da gab es auch unterschiedliche Diskussionsrunden mit Vertretern der Affiliate-Netzwerken. Ich habe vor, ich glaube, das war 2014, auch eine Diskussionsrunde geleitet. Da ging es um den neuen Leitfaden zum Thema Couponing innerhalb des BVDW. Es war der Code of Conduct.
Das alles gibt es nicht mehr. Und macht mich natürlich so als Vertreter der Affiliate-Branche ein bisschen traurig. Und deswegen habe ich mir in dem Artikel in der Internet World das ganze Thema mal näher betrachtet. Und ja, möchte auch ein bisschen die Branche damit ermahnen und hinterfragen, ob man denn da auch überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist. Weil letztendlich ist die Affiliate-Branche ja nicht gerade klein und nach wie vor größer als vielleicht andere Branchen im Online-Marketing-Mix. Immerhin werden jährlich, zumindest laut einer Prognose von PricewaterhouseCoopers, jährlich 984 Millionen Euro Werbeausgaben in diesem Jahr investiert, das heißt Provisionen an Affiliate-Partner und Netzwerkgebühren, was ja schon ein erheblicher Anteil ist, wenn man sich so andere Online-Marketing-Kanäle anschaut. Und auch so die Entwicklung ist ja weiterhin sehr positiv. Es gibt verschiedene Umfragen, wie zum Beispiel von CJ, die ihre Advertiser gefragt haben und 72% der Advertiser gesagt haben, dass sie in den nächsten Jahren sogar noch mehr Geld ausgeben wollen. Auch bei iBusiness gab es eine Umfrage unter Online-Händlern, die gesagt haben, dass 2016 sie noch mehr in Affiliate-Kanal investieren wollen. Es waren immerhin 85% der Online-Händler und das resultiert dann letztendlich daraus, dass letztendlich Affiliate-Marketing nach wie vor ein guter Kanal für die Advertiser ist, weil sonst würden sie ja nicht mehr Geld in den Kanal investieren, wenn es sich für sie nicht rechnen würde. Und ja, da fragt man sich dann natürlich schon, wenn Affiliate-Marketing nach wie vor so ein relevanter Kanal ist, warum der auf der Demexco irgendwie untergeht. Also alleine auf die Tatsache, dass wenn ich im Konferenzprogramm suche, gab es in den letzten Jahren ein eigenes Auswahlkriterium, dass man Vorträge nach Affiliate suchen könnte. Da steht jetzt nur noch Performance dran. Also letztendlich ja, liegt es ja am Gattungsmarketing, wie man es so schön nennt. Das heißt, wenn eine Branche Eigenmarketing für den eigenen Marketingkanal betreibt, dann nennt man das Ganze Gattungsmarketing. Und viele Unternehmen aus der Affiliate-Branche sind ja integriert in den BVDW, in den Bundesverband Digitale Wirtschaft, der letztendlich zuständig ist, dass eben ein bestimmter Marketingkanal, in dem Fall Affiliate Marketing, prominent repräsentiert wird, auch in der Öffentlichkeit. Und ja, da stellt man halt auch fest, dass hier, sag ich mal, das auch in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen hat. Also wenn man sich allein die Tatsache anschaut, dass ja jährlich die Werbestatistik des OVKs veröffentlicht wird und dort Affiliate Marketing seit 2012 gar nicht mehr genannt wird, ist das natürlich auch eine sehr traurige Entwicklung. Also ich meine, als werbetreibendes Unternehmen, der vielleicht noch kein Affiliate-Marketing hat und sich über den Kanal informieren möchte, schaue ich mir vielleicht solche Werbestatistiken an, um zu erfahren, ja, wie läuft denn der Affiliate-Kanal, wie viele Umsätze werden darüber generiert, wie viele Werbeausgaben werden denn im Vergleich zu anderen Online-Kanälen wie Display-Marketing oder Search-Marketing investiert. Und deswegen finde ich es sehr traurig, dass es eben der BVDW nicht schafft, seit 2012, und das sind immerhin 4 Jahre, hier relevante Werbedaten oder Werbestatistiken über den Affiliate-Markt zu veröffentlichen. Und darunter leidet natürlich letztendlich das Gattungsmarketing. Und das ist natürlich sehr traurig. Also ich bin ja selber in der Unit BVDW, ich versuche da immer was zu bewirken, spreche ja mit vielen Netzwerken und Agenturen. Und ich weiß, dass der BVDW jetzt auch wieder aktiver an dieser Thematik arbeitet und ich hoffe, dass es dann zumindest für 2017 auch mal wieder eine Veröffentlichung der Werbeentwicklung gibt. Aber das Ganze ja, stimmt mich schon ein bisschen traurig. Und da fragt man sich natürlich schon, hat die Branche an sich ein Problem, beziehungsweise machen denn die verschiedenen Vertreter der Branche, das heißt für mich Agenturen, Netzwerke, Advertiser, Affiliates, genügend, um die Branche letztendlich prominent nach außen zu repräsentieren. Und das ist meines Erachtens auch dahingehend wichtig, dass wenn die Branche nicht mehr relevant nach außen repräsentiert wird, dass es dann irgendwann sein kann, dass Affiliate-Marketing aus dem Fokus ja nicht mehr so im Fokus steht und wir vielleicht auch entsprechende Advertiser auch gar nicht mehr in Affiliate-Marketing investieren beziehungsweise auch gar kein Affiliate-Programm mehr starten.
Und ich stelle mir dann schon auch immer die Frage, wie gesagt, woran könnte das liegen? Und das hat sicherlich unterschiedliche Gründe, auch bei den Netzwerken als auch bei den Agenturen, die vielleicht auch mal ihre Leistungen anpassen, ihren Fokus mal ändern. Aber man stellt natürlich schon fest, dass in den letzten Jahren verschiedene Branchenteilnehmer immer wieder versuchen, sich neu zu erfinden. Also ich sage mal, der Begriff Affiliate Marketing war ja vor einigen Jahren wirklich ein Synonym für Innovationsgeist, für risikoloses und performanceorientiertes Online-Marketing, für zweistellige Wachstumsquoten. Das war ja letztendlich der USP, den Affiliate Marketing gegenüber anderen Marketinggattungen hatte. Und dennoch stellte man fest, dass bestimmte Marktteilnehmer versucht haben, sich neu zu positionieren. Es gab neue Begrifflichkeiten. Aus einem Affiliate-Netzwerk wurde auf einmal ein Performance-Netzwerk. Aus einer Affiliate-Agentur wurde auf einmal eine Performance-Marketing-Agentur. Aus einer Affiliate-Veranstaltung wurde auf einmal eine Performance-Veranstaltung. Das heißt, man hat versucht, die Begrifflichkeiten zu ändern, um vielleicht auch darüber neues Kundenklientel zu erreichen, vielleicht neue Budgettöpfe zu erreichen. Daran ist ja an sich jetzt nichts auszusetzen, ist ja nichts Verwerfliches. Gerade diese Unternehmen, die hier aktiv sind, das heißt die Agenturen, die Netzwerke, sind dann letztendlich wirtschaftliche Unternehmen. Von dem her ist es ja legitim, dass man wachsen möchte, dass man neue Kunden erreichen möchte, dass man sein Business skalieren möchte. Doch das Ganze könnte vielleicht schon in der Außendarstellung und im Gattungsmarketing dahingehend ein Problem sein, dass durch diese Umstrukturierungen sich vielleicht mehr mit sich selber, mit der Neuausrichtung beschäftigt haben, wie mit der Außendarstellung des Affiliate-Kanals. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum vielleicht Affiliate-Marketing in bestimmten Bereichen, wie jetzt hier auf der Demexco meines Erachtens, nicht mehr so prominent wahrgenommen wird. Und da fragt man sich natürlich auch immer, ist das der richtige Weg, den hier bestimmte Anbieter gegangen sind? Letztendlich muss es natürlich jeder für sich entscheiden. Ich kann da keinem was vorschreiben, in welche Richtung man sich positionieren möchte. Aber man kann ja hinterfragen, ob das in die richtige Richtung geht. Und da gibt es ja auch gerade ein prominentes Beispiel aus den USA. Der Marco Young hat da ja auch einen sehr interessanten Bericht dazu geschrieben, den ich gerne auch hier im Blogbeitrag noch verlinke. Und zwar geht es um das Unternehmen von Rand Fishkin, einer der größten SEO-Unternehmer mit einer eigenen Technologie und einem eigenen Consulting-Unternehmen in den USA, relativ großes Unternehmen. Und da war es vor einigen Jahren, ich glaube so 2013 auch so, dass ja man versucht hat, den Begriff SEO zu erweitern mit Wörtern wie Inbound Marketing, mit Content Marketing. Ich denke, ich brauche da jetzt nicht zu tief darauf eingehen, weil wir hier in einem Affiliate Marketing Podcast sind und ihr euch gerne ja auch bei dem Marco, der sicherlich dazu auch noch einen Podcast machen wird, informieren könnt. Aber letztendlich war es eben so, dass dieses Unternehmen, welches damals SEOMOS hieß, eben sich umbenannt hat in Moss nur noch. Und man wollte eben ja das Wachstum des Unternehmens dahin erreichen, dass man eben auch weiteres Marktpotenzial abgreifen wollte. Das heißt, man wollte nicht nur die reinen SEO-Kunden, sondern man wollte auch weitere Budgettöpfe und hat versucht, eben durch Content-Marketing, durch Inbound-Marketing hier weitere Budgettöpfe zu erreichen. Also ähnlich vergleichbar, wie es eben im Affiliate-Markt hier ist. Und am Anfang hat es auch relativ gut funktioniert. Man konnte, das Unternehmen hat dann 30 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, hat enorm investiert in Personal, hat weitere Unternehmen eingekauft und hat letztendlich in Wachstum investiert. Doch dann hat man irgendwann festgestellt, dass es leider doch nicht so gut funktioniert und es kam dann letztendlich irgendwann der Einbruch. Also das heißt, durch diese hohen Investitionen, durch dieses Aufstocken des Personals, durch die neuen Unternehmen, stieg natürlich der Druck auf die Unternehmen, auf die Geschäftsführer natürlich enorm an. Und man musste natürlich dadurch enorm wachsen, musste aggressiv versuchen, neue Märkte zu besetzen und merkte dann allerdings mit der Zeit, dass es halt doch nicht so einfach ist, hier mit neuen Themen wie Content Marketing oder Inbound Marketing oder anderen Themen schnellstmöglich
neue Kunden zu gewinnen. Und das Ende vom Lied war dann letztendlich, dass sich das Unternehmen Moss, wie es jetzt heißt, dazu entschieden hat, jetzt alle Maßnahmen im Bereich Content Marketing ab sofort zu stoppen. Ich glaube 20% der Mitarbeiter, ich glaube das sind 50 Mitarbeiter, zu entlassen und das Unternehmen sich ab sofort wieder komplett nur auf SEO konzentriert. Und dieses Beispiel zeigt, dass es vielleicht gar nicht immer so sinnvoll ist, sich neu zu orientieren, sich neu zu benennen, neue Budgettöpfe zu suchen, sondern ich sage immer so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und vielleicht wäre es für den einen oder anderen Anbieter und auch für die Branche ganz gut, wenn man sich wieder auf das Thema Affiliate Marketing konzentrieren würde, wenn man das Wort Affiliate Marketing wieder gattungsmarketingmäßig weiter pushen würde und sich wieder letztendlich auf das Wesentliche konzentrieren würde. Ich weiß es auch gar nicht, ob man den Fall von Moss wirklich 1:1 auf die Affiliate-Branche vergleichen kann. Ich weiß auch nicht, ob jetzt diese Entwicklung mit dem Content-Marketing oder der Umbenennung wirklich der finale Grund war für Moss, sich wieder komplett auf SEO zu konzentrieren. Von dem her kann man den Fall wirklich nicht 1:1 vergleichen, aber es gibt sicherlich viele Parallelen, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Rückbesinnung auf das eigentliche Kerngeschäft. Ja, und um das Thema letztendlich jetzt auch abzuschließen, und ich freue mich letztendlich jetzt auch auf eure Kommentare zu diesem Thema hierzu. Ich möchte hierzu gerne mit euch diskutieren, wie ihr das Thema seht. Aber um das Thema abzuschließen, möchte ich noch eins sagen, was man im Affiliate-Marketing nie vergessen darf. Egal, ob wir jetzt über Neuorientierungen sprechen, ob wir über neue Technologien sprechen, über neue Positionierungen. Eins darf man nie vergessen, nämlich, dass der einzelne Affiliate-Partner immer im Fokus des Affiliate-Businesses stehen muss. Denn ohne die Affiliate-Partner wird es irgendwann kein Affiliate-Marketing mehr geben. Das heißt, diese ganzen Themen, die ich in den letzten Monaten und Jahren angesprochen habe, dass wir eine faire Provisionierung gegenüber den Affiliates brauchen, dass wir uns Gedanken machen müssen über, ob Last-Cookie-Wins noch das richtige Provisionsmodell ist oder ob wir nicht Alternativen brauchen auf Basis von Attribution, um darüber gerade die Content Publisher wieder fair zu vergüten, dass wir wegkommen müssen von dem reinen CPO-Gedanken hin zu einem Cross-CPO oder Hybrid-Provisionen, um dadurch die Werbeflächen der Affiliates wieder fair zu vergüten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, das habe ich ja schon in den letzten Sendungen gemacht, aber wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, der Affiliate-Partner ist das Wichtigste in unserem Business und den müssen wir weiterhin im Fokus behalten und ohne die Affiliate-Partner geht's nicht. So viel dazu und ja, jetzt freue ich mich auf eine rege Diskussion mit euch über die Kommentare, beziehungsweise können wir gern auch auf der Demexco hierzu nochmal darüber sprechen. Es gibt übrigens auch einen Blogpost auf affiliateblog.de, denn es gibt da doch noch ein paar Aussteller zum Thema Affiliate-Marketing und wie gesagt, drei Vorträge zum Thema Affiliate-Marketing. Ich habe auf affiliateblog hier nochmal zusammengefasst, was ihr als Affiliate-Marketer auf der Demexco keinesfalls verpassen sollt. Dazu gehören ja unter anderem auch die verschiedenen Partys am Abend, am Vorabend und dort könnt ihr mich auch treffen und dort können wir auch gerne mal über dieses Thema diskutieren. Das war's soweit und jetzt kommen wir auch zum Interview mit dem Thorsten Latusek. Ja, somit sage ich Hallo an den Thorsten von Coupons4You. Ich freue mich, dass du heute Gast in unserer Sendung bist und stell dich doch einfach mal den Hörern von Affiliate Musics kurz vor, was du machst, wer du bist, was Coupons4You so macht und erzähl doch einfach ein bisschen was über dich. Hallo Markus, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Wir kennen uns ja nun schon viele Jahre und jetzt endlich mal über so einen Kanal. Genau, also ich bin der Thorsten Latusek und betreibe inzwischen seit 12 Jahren das Gutscheinportal Coupons4You. Und wir haben da so seit vor 12 Jahren angefangen, den Markt in Deutschland einfach mal zu testen. Es ging aus dem Hobby hervor. Ich habe versucht, Rabatte und Gratisaktionen, die ich über Affiliate Marketing schon gefunden und kennengelernt hatte, einfach mal an den User zu bringen.
Und aufgrund meiner vielen USA-Reisen und meiner Einkaufsleidenschaft in den USA habe ich halt festgestellt, dass dort das Thema Coupons halt ein riesengroßes ist. Und dieses war für mich ein Vorbild, auch ein Portal mit diesen Coupons zum Ausschneiden quasi ein bisschen visuell dargestellt, das Ganze live zu stellen. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich da in einen Markt reingerate, der richtig spannend ist und der ein riesen Wachstumsmarkt auch in Deutschland gerade war. Und ja, dann wurde ich regelrecht überrannt von dem Erfolg, hatte zu der Zeit noch eine Festanstellung im Marketing bei Yopi, auch eine Chemnitzer Firma, ein Shoppingportal, die ich dann dafür natürlich aufgeben musste, als ich dann selber als Firma gewachsen bin. Und ja, nunmehr sind wir heute 2016 18 Mitarbeiter, davon einige Freelancer und Studenten, aber auch eine große Redaktion, die festangestellt natürlich bei mir arbeitet, mit Entwicklern, SEO, Technikern, all dabei. Und ja, macht riesen Spaß. Genau, also wer Coupons for You noch nicht kennen sollte, Coupons for You gehört in Deutschland auf jeden Fall mit zu den größten Affiliate-Partnern und somit als Empfehlung für jeden Advertiser, der im Couponing-Bereich auch was macht, einfach mal mit Coupons for You bzw. den Thorsten einfach auch mal zu schnacken und sich mal auszutauschen, kann ich jedem nur empfehlen. Und du hast es ja gerade angesprochen, Coupons, die ganze Thematik kommt ja auch vorwiegend aus den USA, wird aus den USA ja auch richtig getrieben und hat sich mittlerweile seit einigen Jahren ja auch in Deutschland immer mehr durchgesetzt und ihr habt dieses Jahr auch die Affiliate Summit in New York besucht. Finde ich ja super spannend. Darüber wollen wir uns ja heute ja auch unterhalten. Ich war ja selber schon 5-6 Mal auf der Affiliate Summit in Las Vegas und New York und freue mich daher immer über Erfahrungen von anderen Teilnehmern, weil ich es einfach eine der besten Konferenzen zum Thema Affiliate Marketing weltweit empfinde. Und ja, von dem her bin ich froh, dass du dieses Jahr die deutsche Branche doch vertreten hast und möchte mich einfach ein bisschen austauschen. Wie war es denn so? Also waren noch andere Deutsche in New York? Also ich habe dich in der Tat vermisst. Also ich dachte, du bist da bei jeder Veranstaltung dabei und wir machen einen Stammtisch, einen ganz kleinen. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei, hundertprozentig. Okay, wir geben uns Mühe, mal gucken, wie wir uns selber weiterentwickeln, ob das dann ein spannendes Thema ist. Also das war diesmal auf jeden Fall sehr aufregend. Ich war ja schon einmal 2014 in Las Vegas bei der Affiliate Summit West, einfach mal um reinzuschnuppern und auch über den Tellerrand zu schauen, wie ist da der Online-Markt aufgestellt, wie arbeiten andere Online-Gutscheinportale, gerade als Vorbilder aus den USA. Und habe da auch schon festgestellt vor 2 Jahren, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, dass die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, aber dass es dort noch viel akzeptierter ist und noch viel etablierter, das ganze Thema. In New York habe ich gar nicht so viele Deutsche getroffen. Also wir hatten einmal einen Termin mit einer von Commission Junction, die aber das Büro in New York leitet. Das war eine ursprüngliche Deutsche, die hat einen Amerikaner geheiratet. Mit der war es aber ganz spannend, sich mal über den Markt auch auszutauschen, weil sie sieht den sowohl als alter deutscher Sicht, aber auch kennt ja die Gepflogenheiten in den USA. Da haben wir viele schöne Tipps bekommen, auch für unsere Internationalisierung, weil wir nächstes Jahr vielleicht auch im amerikanischen Markt dann mal einige Tests machen wollen. Das war ganz spannend. Dann ein paar Freunde von Foxy Deals haben wir getroffen, waren noch da. Aber ansonsten, dieses Jahr fand ich es recht wenig, was die Deutschen da vertreten waren. Okay, das heißt, wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal die Werbetrommel rühren. Wir haben ja in den vergangenen Jahren am Vortag der Affiliate Summit immer die Affiliate Networks USA durchgeführt und da waren teilweise schon 30, 40 Deutsche vor Ort, die dann auch auf der Affiliate Summit waren. Hat wohl ein bisschen nachgelassen, aber werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr dann wieder die Werbetrommel rühren, damit da wieder ein bisschen mehr auch aus Deutschland sind, weil, wie gesagt, ich finde es eine der größten Konferenzen, die einfach auch Trends aufzeigen, die dann in den nächsten Jahren nach Deutschland kommen könnten. Es sind teilweise, glaube ich, über 4000 Besucher auf der Affiliate Summit, also unglaublich, wie groß diese Messe, muss man ja fast schon sagen, ist. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, man wird da teilweise schon erschlagen, wenn man da in diesen Meat Market kommt, wo dann am ersten Konferenztag an diesen kleinen Tischen die ganzen zig hundert Aussteller vertreten sind und zig Menschenmassen dann mit den Außenstellern reden. Es ist schon Wahnsinn, oder? Diese Massen an Menschen, die da auf der Messe zum Thema Affiliate Marketing da ist. Absolut, ja. Man kommt ja mit so einem kleinen Jetlag an und ist erstmal von der Stadt überwältigt. Auch noch, natürlich. Und dann kommt man in die Veranstaltung rein und sieht da wirklich tausende umtriebige Menschen, die alle hochmotiviert sind. Viele One-Man-Shows auch dabei, die da rumziehen, die dir auch auf der Rolltreppe da eine Visitenkarte zustecken, proaktiv und danach erstmal fragen, was du überhaupt machst.
Ganz witzig, weil da ist auch die amerikanische Mentalität halt so da, dass ja jeder kann es schaffen, ne? Du kannst halt vom Tellerwäscher zum Millionär werden und die Grenzen sind quasi ja unermesslich. Du kannst alles probieren, du musst es einfach versuchen und dann selbst in die Hand nehmen, dein Glück. Und das spürt man dort an jeder Ecke eigentlich. Da sind sehr, sehr aktiv. Die sprechen einen alle paar Meter an und es wird immer erörtert, wo kann man zusammenarbeiten, was macht ihr überhaupt. Also sehr spannend, aber auch ein bisschen Kulturschock, weil bei uns sind so die Messen zwar voll, aber irgendwie besser organisiert, größere Stände mit Rückzugsorten zum Hinsetzen. Und da hat jeder so einen Mini-Stand und übelst viele Menschen da drumherum. Und es wird extrem laut geredet in den doch dann nicht zu großen Räumen da. Also es war schon ein Kulturschock. Also was ich immer spannend finde, in Amerika gibt es ja extrem viele so kleine Affiliate-Netzwerke. Ich glaube, da gibt es über 100 Affiliate-Netzwerke zu jedem Thema, ob es Medikamente sind oder Nahrungsergänzungsmittel. Für jedes Vertical gibt es irgendwie ein eigenes Affiliate-Netzwerk oder eine Private-Network-Lösung. Das ist ja schon Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Anbieter es da so gibt in den USA. Genau, also das haben wir auch festgestellt. Also es ist alles viel spezialisierter. Also weil der Markt scheinbar so groß ist und auch sehr global meist agiert wird, ist jedes kleine, nischige Geschäftsmodell schon ja eine eigene Firma wert und einen eigenen Messestand wert, einen eigenen Auftritt. Und jeder kann in seiner Nische scheinbar so viel erreichen, dass es sich ja als eigenes Geschäftsmodell lohnt. Das ist immer witzig. Ne? Genau, was mir auch aufgefallen ist, wie du schon gesagt hast, dass auch viele Gutscheinanbieter vor Ort sind und dort ausstellen und die Gespräche suchen. Du hast ja gerade gesagt, dass du festgestellt hast, dass die Couponseite in den USA oftmals selbe Probleme haben wie hier in Deutschland. Was sind das denn so für Themen, wo da in eurer Couponbranche so diskutiert werden momentan? Also generell von den Ständen her, von dem Mietmarket und Co., da taucht kaum ein Gutscheinportal irgendwo auf, muss ich sagen. Also ich glaube, das war vor 3-4 Jahren noch viel populärer. Jetzt sind das etablierte Geschäftsmodelle und die haben alle ihre Geschäfte gemacht und die laufen halt und funktionieren. Da sind immer mal Vertreter der Unternehmen mit auf der Konferenz und bei den Vorträgen hört man auch ab und zu mal ein Thema. Also ich habe da leider keinen Stand gefunden, wo ich quasi dort mal reinhören konnte, wie es denen so ergeht. Aber ich habe schon mitbekommen in den Vorträgen auch in Diskussionsrunden, dass das um ähnliche Dinge geht wie bei uns. Also ist es wirklich wert, dem Gutschein-Affiliate mit dem letzten Cookie noch kurz vor dem Kauf die volle Provision zu überlassen? Es wird generell in Frage gestellt, an welcher Kette und Stelle man da überhaupt auftauchen sollte. Aber keiner hat eine perfekte Lösung parat. Und am Ende merken trotzdem alle, dass Gutscheinportale, auch wenn man die gut steuert und mit ihnen persönlich in Kontakt tritt und eine Strategie erarbeitet, absolut nötig sind, um den ganzen sparaffinen, rabattaffinen Traffic einfach mitzunehmen und sauber zu kanalisieren. Genau, das fand ich auch spannend. Ich habe mir mal die Liste angeschaut. Man konnte nach der Affiliate Summit die Top 10 Vorträge bewerten auf der Affiliate Summit und mit zu den bestbewertesten Vorträgen gehörten Themen zum Thema Attribution und Affiliate Marketing und User Journey Bewertung. Und ich kann mich dann erinnern, vor 2-3 Jahren, wo ich auf der Affiliate Summit war und das Thema dort mal angesprochen habe, da haben die über das Thema überhaupt noch gar nicht nachgedacht. Und selbst jetzt, obwohl die Vorträge mit so den Besten bewertet wurden, habe ich mir mal die Präsentation auf SlideShare angeschaut, sind die in der Diskussion ja wirklich noch sehr basic. Also es scheint so, wie wenn hier in diesem datengetriebenen Thema oder in dieser Statistik-Thematik die Deutschen auf jeden Fall führend sind, was ja häufig bei Datenbewertungen so ist, dass der Deutsche gerne alles ganz genau analysieren möchte. Und von dem her ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass das Thema Attribution oder Customer Journey in Deutschland weiter ist als in den USA. Aber wenn ich mir so die Präsentation angeschaut habe, geht es aber wirklich um wirklich die Anfänge, was ist First Cookie Wins, was ist Body Wand Modell, was ist Last Cookie Wins Modell. Aber dennoch gehörten diese Präsentationen zu den bestbewertesten, was ja Indiz dafür ist, dass das Thema auf jeden Fall auch in den USA spannend ist, dass es angekommen ist und dass es diskutiert wird. War das auch so dein Eindruck, dass mehr darüber gesprochen wurde? Absolut, also ich finde es eh verrückt. Normalerweise denkt man ja, dass der amerikanische Markt dem Deutschen immer voraus ist, weil die natürlich die ganzen Geschäftsmodelle entwickelt haben, die wir auch nutzen. Und wir schauen da immer so sehnsüchtig nach USA, was dann als Neues passiert. Aber wir sind tatsächlich in Deutschland auch sehr professionell in vielen Bereichen. Und ja, gerade auch, wie schon im Gutscheinbereich festgestellt, kämpfen die mit gleichen Problemen und Sorgen. Und der Markt ist einfach nur größer und skaliert ein Stück schneller. Aber am Ende ja, sind wir da technisch, denke ich, nicht hinterher, im Gegenteil. Ich selber habe von den Vorträgen zum Attributionsmodell wenig besucht und will die Folien dann oder beziehungsweise die Vorträge als Video dann nachträglich nochmal mit dem Team anschauen.
Aber man hört davon immer mal, na klar, das wird überall mit als der neue Retter auch gesehen und als durchaus nachdenkenswürdiges Modell. Aber ich habe jetzt noch keine konkreten Umsetzungen gesehen oder gehört. Also es wird jetzt nicht so aktiv damit gearbeitet. Selbst in Deutschland ist es ja bei einigen eingeführt worden. Teilweise halt, finde ich, als Gutscheinportal natürlich missbraucht eingeführt worden. Also man wird dann wirklich an eine Stelle gesetzt und man kann kaum noch eine sinnvolle Werbeleistung erbringen, egal über welchen Kanal. Also klar, wenn ich bei Google auf Nummer 1 ranke und den letzten Cookie mitnehme, ist das die eine Seite. Aber wenn ich einen Startseiten-Teaser oder im Newsletter einen Standalone verschicke und trotzdem nur an eine andere Stelle bekommen und nur 2% von eigentlichen Provisionen abbekommen, dann stimmt da auch noch was nicht. Also es ist immer so schlau, nur wie derjenige Affiliate Manager das ja bedient oder einstellt. Genau, das ist ja, wir wollen jetzt zwar gar nicht so sehr über Attribution diskutieren, aber das ist ja häufig das Thema, was in dieser Diskussion gar nicht beachtet wird von den entsprechenden Advertisern, dass die Gutscheinseiten ja oftmals auch den Mehrwert liefern, dass sie zusätzliche Reichweite bieten in Form von Newsletter-Kunden, in Form von Social-Media-Reichweite und da wirklich auch initial Kunden liefern. Das wird in der Diskussion häufig gar nicht beachtet. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, sich über das Thema Attribution zu diskutieren. Gab es denn irgendein besonderes Thema, wo du gesagt hast, das war jetzt ein sehr, sehr interessanter Vortrag, da ist für euch ein sehr guter Mehrwert hängen geblieben, das könnt ihr auch in Deutschland umsetzen? Also die Gespräche drumherum haben mich eigentlich am meisten inspiriert. Also bei den Vorträgen war es schon ganz spannend, aber oftmals, wie du schon auch sagtest, wird da so an der Oberfläche gekratzt und es werden so Basics vermittelt. Die SEO-Site-Klinik war ganz interessant, da haben die Amerikaner so ihre Seiten da, teilweise private Seiten, kleinere Seiten, teilweise Blogs oder eben komplette Shops da eben vorgelegt und wurden von so einem SEO-Team besprochen. Da habe ich einiges draus gelernt und da waren interessante Anregungen dabei, wobei die auch nichts neu erfunden haben letztlich, ne? Aber es ist schön, das auch mal aus amerikanischer Sicht zu hören und da zählt natürlich letztlich auch die Qualität der Seite und dass man wirklich nicht Keyword-Spamming betreibt und Co. Ansonsten die Keynote vom Scott Stratton war sehr spannend und sehr, sehr fruchtbar, also motivierend. Auch da habe ich eher was Philosophisches draus gelernt, dass man halt durchaus von sich im Leben was preisgeben darf, solange man das noch steuern kann. Ne? Dass man eine Personality, eine Persönlichkeit aufbauen muss, dass man einen Influencer entweder nutzen oder selber werten muss in der Branche, um eben Reichweite auch erzielen zu können. In den USA hat das alles natürlich eine ganze Ecke größeren Hebel. Wenn du dort ein Influencer bist oder zu Rate ziehst, dann passiert da noch viel mehr als bei uns natürlich. Ne? Ja. Und das Link-Building war auch noch so ein Thema. Das ist natürlich in den USA auch viel einfacher, weil da die Missgunst nicht so ist. Also bei uns heißt, kannst du mich verlinken? Da sagt er, was kriege ich dafür oder warum sollte ich das? In den USA sagen die, klar, passt das zum Thema, ich unterstütze dich da, ich gebe dir erstmal was. Ne? Also da wird nicht so viel Gegengeschäft sofort erwartet. Ja, ja. Also was ja auch immer sehr spannend ist, auf der Affiliate Summit, die dauert ja 3 Tage und ist ja wirklich voll mit Vorträgen und Informationen. Man muss sich ja entscheiden zwischen 3 bis 4 parallele Panels. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, aus der Vielzahl von Vorträgen und Speakern dann den richtigen rauszusuchen. Wie habt ihr da entschieden, in welchen Vortrag ihr geht? Also ich finde es ja ganz witzig, weil ich gehöre zum Affiliate Summit Advisory Board. Das heißt, ich habe mich nochmal beworben vor ein paar Jahren und darf die Themen mitbestimmen für die jeweils nächste Veranstaltung. Das heißt, ich kann vorher eine riesen Excel-Tabelle durchschauen, wo sich quasi einige Speaker fürs Thema bewerben oder für eigene Themen bewerben. Und am Ende wird dann wie abgestimmt, welche Themen jetzt ein Trend sind und fürs nächste Mal genommen werden. Und ich bin da mit und kann da mitwählen quasi online und habe dadurch schon in die Richtung gewählt, was mich natürlich als Geschäftsmodell und als Affiliate interessiert. Und das ist bei mir immer noch, muss man sagen, SEO, SEM, das ist immer noch Facebook-Ads und Co. Aber da geht es auch dann generell darum, wie kann man Geschäfts- oder Affiliate-Umsätze skalieren, auf andere Märkte übertragen und so weiter. Ne? Und daher, ich war eher in solchen Facebook-Ad- oder SEO-lastigen Themen unterwegs. Gutscheinthemen gab es gar keine, also da wurde auch nichts vorgeschlagen, sondern das, wie ich schon sagte, ein etabliertes Geschäftsmodell, darüber wird nicht mal gesprochen, das muss nicht neu erfunden werden und da geht es dann eher dann um das Feintuning, also wo bekomme ich meinen Traffic her, wenn nicht nur von SEO, ne? Also da gibt es halt über Facebook und Co. und diese data-basierten Werbeformen halt recht viel neuen Input.
Also finde ich ja spannend, dass du im Advisory Board dabei bist, weil ich habe mir nämlich überlegt, mich für einen Vortrag auf der nächsten Affiliate Summit in New York zu bewerben, nämlich mit dem Thema 5 Secrets about the German Affiliate Market. Dann kannst du ja gleich für mich abstimmen. Ja, ich bin nicht käuflich. Ne? Nee, warte, wenn das spannend genug klingt, dann kriegst du natürlich sofort meine Stimme. Na klar. Ich hoffe, dass spannend. Die nächste Affiliate Summit auch wieder in New York ist, weil da gibt es ja auch gerade eine Abstimmung. Und ich glaube, vor 4 Jahren war es einmal in Philadelphia, wo es mich irgendwie überhaupt nicht hingezogen hat. Jetzt die letzten Jahre war es Gott sei Dank wieder in New York. Jetzt mal schauen, wie die Abstimmung ausfällt. Wobei Miami auch in der Auswahl stand, was natürlich auch nicht schlecht wäre. Klar, nee, Miami wäre auf jeden Fall ein spannendes Ziel. Also ich genieße das ja auch natürlich, dann von der Stadt was mitzubekommen. Ich habe das auch für mein Geschäftsmodell gleich genutzt und habe vorher mir Groupon-Deals gekauft, habe quasi dort günstiger irgendwelche Dienstleistungen genutzt. Ich habe die New York Restaurant Week mitbenutzt. Also ich bin natürlich meinem Thema treu geblieben und habe versucht, dann mit Gutscheinen vorbereitet schon in den USA einzureisen und meinen Kollegen auch zu zeigen, wie man da halt sofort sparen kann. Das ist natürlich der schöne Nebeneffekt bei so einer Konferenz, gerade in New York. Die Vorträge sind meistens um 17 Uhr vorbei und dann gerade in so einer Stadt wie New York hat man natürlich die ganze Nacht, den ganzen Abend noch zur Verfügung. New York schläft nie, da kann man eigentlich immer was machen und das ist natürlich der schöne Nebeneffekt von so einer Veranstaltung, dass man, sag ich mal, nicht nur arbeitet, sondern nebenbei auch noch die schöne Stadt genießen kann. Absolut, und es gab ja die offizielle Party auch von der Affiliate Summit. Hat Snoop Dogg dort live performt, hat als DJ Snoopedelic aufgelegt und sowas ist natürlich schon ein Höhepunkt, macht Spaß, aber es ist halt sehr, sehr voll auch. Ne? Also ein paar tausend Leute wollen da mit rein und du bist da halt echt immer voll unter Strom. Aber nee, war super spannend und New York ist tatsächlich immer eine Reise wert, verwandelt sich auch alle ein, zwei Jahre, da wird ständig gebaut, gerade an der Highline, das ist ja diese stillgelegte U-Bahn-Trasse, die so oberirdisch verlegt ist. Und die haben sie ja komplett begrünt und da kann man lang spazieren und das wie ein Park genießen, ist aber trotzdem mitten in der Stadt mit Blick auf den Hudson River. Also macht großen Spaß. Allerdings, die Hotelpreise muss man trotzdem vorher im Blick haben und ja, Flugkosten muss man einpreisen. Also ist jetzt keine Messe, wo man mal so nebenbei mit hinfährt. Ne? Das stimmt natürlich. Also ohne mal die Ticketpreise zu beachten, ist natürlich August mit der teuerste Monat, was Flug- und Hotelkosten anbelangt. Ich glaube, da ist man bei mindestens 2000 Euro, wenn man Direktflug hat und ein Hotel in zentraler Lage. Das ist natürlich schon relativ teuer, wo man sich erstmal überlegen muss, okay, ist es mir das wert? Oder höre ich mir die Infos dann auf Affiliate Musics an? Oder aber wie gesagt, wenn man das Ganze verbindet mit einem Städteurlaub, dann kann es sich auf jeden Fall meines Erachtens auch rendieren. Und wenn man auch sieht, dass die großen Netzwerke in Amerika wie Shareasale zum Beispiel auch riesen Partys am Abend machen, auf irgendwelchen Rooftop-Partys, wo man Blick über ganz New York hat, dann sind das natürlich auch super Sachen, die man so eigentlich gar nie erleben könnte. Absolut, ja. Also das muss man also einpreisen. Und was wir wichtig fanden, auch, dass wir aber vorab schon Termine gemacht haben, das geht auch über die App von der Affiliate Summit. Da wird man auch regelrecht angeschrieben, regelmäßig von anderen Merchants und Affiliates. Und die regen dann schon zum Austausch an und auch vor Ort kommst du schnell in Gespräche und es gibt viele große Unternehmen, die in New York auch eine Filiale haben, also wo man durchaus auch so strategisch seine eigene Firmenentwicklung da planen kann und Termine machen kann, also dafür ist auch sinnvoll, klar. Also würdest du denn jetzt den Zuhörern empfehlen, nächstes Jahr auch auf die Affiliate Summit zu fahren? Wenn die mal wieder über den Tellerrand schauen wollen, sich inspirieren lassen wollen, ein bisschen größer denken wollen, vielleicht sogar noch nie in den USA waren und eine Geschäftsreise dadurch verbinden können, unbedingt auf jeden Fall. Ob man jetzt jedes Jahr zu diesen Kosten natürlich das machen sollte, ja, muss man in seiner eigenen Strategie verankern. Also ich kenne einige Deutsche, die da auftreten, die dann natürlich direkt vor Ort auch ihren Markt quasi aufbauen. Da musst du natürlich dabei sein, da ist das die Veranstaltung schlechthin. Aber so als deutscher Normal-Affiliate oder Merchant, ja, muss man überlegen, ob der amerikanische Markt auch eine Strategie und ein Ziel ist und oder ob es rein zur Inspiration und vielleicht einen schönen Urlaub mit nebenbei zu verbringen, das sinnvoll ist, klar. Genau, also was ganz wichtig ist, dass man vorher weiß, dass man nicht einfach nur hinfahrt und sich berieseln lässt, sondern dass man sich wirklich auch vorher Gedanken macht, was möchte ich erreichen und dann mit der, wie du schon sagst, der entsprechenden Strategie dann auch hinfährt und was mitnimmt. Also was ich habe mir vorher immer ganz genau überlegt, was möchte ich erreichen, mit wem möchte ich sprechen und habe eigentlich bisher immer irgendwelche interessanten Dinge mitgebracht, die ich dann auch umgesetzt habe, zum Beispiel die
Affiliate Toolbox, die wir einsetzen. Das waren zum Beispiel Ideen, die ich mir von Technologien von amerikanischen Dienstleistern abgeschaut habe, die wir dann in Deutschland umgesetzt haben. Also man muss dann wirklich ganz gezielt vorher sich mal die Anbieter anschauen, die dann im Meet Market oder in der Exhibit Hall eben ausstellen, ob die einem weiterbringen könnten mit dem eigenen Business. Von dem her sollte man sich da wirklich vorher ganz intensiv Gedanken machen und nicht einfach hinfahren und dann denken, okay, ich höre mir jetzt einfach mal die Vorträge an und das war's dann. Sondern wenn man wirklich hinfahrt mit einem entsprechenden Wunsch, mit einer entsprechenden Strategie, dann kann das Ganze auch wirklich wirtschaftlich sein und die Kosten auch relativ schnell wieder einbringen. Absolut, ich denke auch. Also das muss man halt vorher planen und ohne Planung, also sowohl auch Hotelreise und auch was man da unternehmen will in den kurzen freien Stunden, die man da hat, also muss man schon gut vorbereitet sein und dann ist es auch eine runde Sache. Also dann lohnt sich das definitiv. Wir hatten auch einige Agenturen da entweder schon Termine ausgemacht oder vor Ort auch kennengelernt, die international aufgestellt sind, mit denen wir jetzt auch einige Programme angehen. Also es hat definitiv auch für uns was gebracht, klar. Genau. Ja, sehr schön. Lass uns dann noch kurz sprechen über die Affiliate Conference am 9. November in München, wo du ja auch die Affiliate-Seite vertrittst im Panel Trends im Affiliate Marketing. Da haben wir diesmal eine Podiumsdiskussion, das erste Mal auf der Affiliate Conference mit Vertretern allen Bereichen, das heißt Affiliate Netzwerke, Public Network, Private Network, Advertiser, Agentur und Affiliate, und du vertrittst die Affiliate-Seite und es geht um Trends im Affiliate Marketing und es gab schon einiges Feedback von Teilnehmern, die gesagt haben, sie wünschen sich eine kritische Diskussion mit der Thematik Affiliate Marketing und kein gegenseitiges Handshake. Von dem her würde mich einfach mal interessieren, wie deine Erwartung an dem Panel ist und ob du schon erste Ideen hast, worüber man so mit anderen Branchenteilnehmern diskutieren könnte. Also auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf und werde auch allen die Hand schütteln, definitiv. Aber ich bin auch mal gerne für kritische Diskussionen zu haben. Also am Ende, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Also ich freue mich immer, wenn man am Ende eine Strategie, einen Kompromiss oder eine Zusammenarbeit findet. Also das bin ich schon immer bestrebt. Also am Ende da rauszugehen und jeder beharrt auf seiner Meinung, ist dann auch nicht so witzig. Und daher, ich habe jetzt noch keine konkreten Trends herausgearbeitet. Ich würde gerne mein Gutscheinsegment vertreten, würde da erzählen, was heutzutage ein Gutscheinportal macht oder nicht machen sollte und wie wir uns weiterentwickelt haben als Coupons for You und wie wir uns quasi der Diskussion stellen, warum wir eine Relevanz haben oder warum wir überhaupt noch mitmachen dürfen im Affiliate-Business. Sehr schön, Thorsten. Dann freue ich mich, dich auf der Affiliate Conference im November in München begrüßen zu dürfen. Danke dir für dein Feedback zur Affiliate Summit und für die Einblicke, die du unseren Hörern jetzt gegeben hast. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Und wie gesagt, jeder Hörer, der den Thorsten mal gerne persönlich sprechen möchte, kann dir gerne schreiben, entweder auf Facebook, auf Xing oder per E-Mail. Ich werde deine Kontaktdaten einfach auch in den Blogpost dazu schreiben. Und ja, deine letzten Worte an die Hörer. Ja, vielen Dank. Also bleibt dran, seid motiviert, macht einfach, wartet nicht zu lange ab oder zögert, also probiert was aus, denkt ein Stück größer, als ihr vielleicht ursprünglich gedacht habt und ihr werdet mehr erreichen. Das sind so die amerikanischen Learnings, die ich mitgebracht habe. Super, dann Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, bis bald.